Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Kennen wir. Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einer weiteren Runde Metro. Kumpel, wir sind Nachtlicht. Da. Reiß dich zusammen. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Dämmerung, okay? Bis zur Dämmerung, okay. Ach ja, wir okay. waren. Da der Tunnel eingestürzt ist, können wir die Rolltreppe zur Theaterstation nur über die Oberfläche erreichen. Okay. Und glaub mir, hier draußen sollten wir besser nicht im Dunkeln erwischt werden. Hoppla, wir haben Glück, Artyomich. Hier scheint jemand zu leben. Ranger vermutlich. Ach, ich weiß nicht. Und wo es Ranger gibt? Scheiße, die Filter sind fast alle. Wir müssen es schaffen. Komm schon, nimm was du brauchst. In der Metro sind wir alle Brüder. Ja. Mal ein bisschen sauber machen. Guck mal, hier gab's Eiscreme. Super. Das ist ja kaputt. Hey, Freund. Ich könnte eine Uhr gebrauchen, wie du sie hast. Zu wissen, wie viel Luft übrig bleibt, ist ein Muss, nicht wahr? Weißt du, ich habe von Dingen gehört, die da draußen rumstreunen und nicht einmal von Schüssen aufgehalten werden können. Okay. Du hast schon einige Scheiße hinter dir, ich weiß. Aber das ist nichts gegen das, was vor uns liegt. Also, ja. Vergiss nicht. Wenn du leben willst, dann darfst du nicht einen Moment unachtsam sein. Okay? Oh, ich habe so eine Uhr. Die ist synchronisiert mit jeder Gasmaske, die wir finden. So, achso. Seit dem Tag, an dem wir in der Metro landeten, bin ich nur wenige Male an die Oberfläche gegangen. Die Hintergrundstrahlung ist dort zu hoch, sodass häufige Ausflüge für jene, die mutig genug sind, es zu versuchen, schwere Krankheiten zur Folge haben. Man muss an der Oberfläche ständig wachsam sein. Die Verschmutzung neigt dazu, ungleichmäßig verteilt zu sein. Es gibt Hotspots, die einen innerhalb von Minuten eine tödliche Dosis Strahlung verpassen können, während andere Stellen sogar bewohnbar wären, gäbe es da nicht die Monster und die unerträgliche Atmosphäre. Das Auge kann zwischen einem sicheren Ort und einem Hotspot nicht unterscheiden. Dafür benötigt man einen Geigerzähler. Man kann doch nicht ohne Gasmaske an die Oberfläche gehen. Einst gehörte die Erde uns. Heute, auch wenn ich mich noch an den Sommertag mit meiner Mutter im Garten erinnere, kann ich kaum glauben, dass es jemals so gewesen ist. Man kann nicht glauben, dass ich einmal in einem dieser riesigen Häuser gewohnt habe, die Tag für Tag in den Himmel ragen. Es ist, als wenn die Metro schon immer mein Zuhause gewesen sei. Trotzdem vermisse ich die Welt, die wir verloren haben. Die anderen haben nicht so eine schöne Uhr. Nur wir haben so eine schöne Uhr. Hauptsache, niemand nimmt uns diese schöne Uhr mit. Oh, hätte ich fast vergessen. Mist. Oh, das ist beeindruckend. Ich habe davon gehört. Dieses Flugzeug war unterwegs nach Moskau, als die ganze Stadt in Flammen aufging. Moskau? Das Gebäude, wo es abstürzte, das war der Eingang zum Theater. Das Eis taut hier oben. Das ist fast wie Frühling. Ah, Artyomich, vielleicht werden wir noch den Sommer erleben. Warte, was ich glaube. Irgendwo muss hier ein unterirdischer Weg sein. Die Ranger würden den Platz niemals an der Oberfläche überqueren. Also gut, wir könnten hier am frühen runtergehen. Also gut, so viel zur Sonne. Die Wolken sind ziemlich schnell hergekommen. Oder kommt, da läuft schon. Warte mal kurz. Das ist ein Biest. Guck mal. Aber man sieht es ganz schlecht, ne? Guck dir mal an, was sich da schon gebuddelt hat. Hier, also hier. Guck dir das an. Meine bessere Hälfte sieht das nicht, dass ich schreibe. Will die Fuchs Konkurrenz machen? Also dem anderen. Chat geht, genau. Hat nur gedauert. Guck das an. Warte, ich glaube, da muss ich raus. Da muss ich leider raus.
Ich lasse das Dickste an. Ja? Das hier natürlich nicht. Aber ich brauche erstmal eine Hose. Ich bin gleich wieder da. Gleich.
So. Was habt ihr gesehen? Oder nicht? Jetzt wollte ich den Chat gucken hier. Das zu überwältigen, ja, ja. Die sind echt. Es ist doch Wahnsinn, oder? Das ist doch nicht normal. Die wollen ausbrechen. Jetzt haben wir was zu futtern gekriegt. Ist doch. Ja. Da sind echte Kuhlen drinne, die untergraben alles. Da müssen wir wahrscheinlich Steine oder so legen. Den Stein im Weg legen. Hab die ganze Zeit aufgenommen. Muss ich schneiden. Nee, so schlimm. Okay. Wo ist er jetzt hin? Wo bist du denn hin? Erzählt da unten die ganze Zeit, wo ist er denn hin? Ach ja. Du Idiot! Im Freien würden wir das nicht überleben. Wir müssen die Station erreichen. Sofort! Schon auf Filtern, Artyom. Wenn du deine Maske tauschst, dann schnell. Dieser arme Kerl braucht seine nicht mehr. Was mit dir? Du musst dich tauschen, oder was? Fahr zur Hölle! Ich glaub, mir wird schlecht. Geh vorsichtig. Es hat diese Tunnels beherbergen mehr als nur Mutanten. Ein guter Kommunist glaubt nicht an Seelenation. Aber dieser verdammte Ort lässt mich, ja, zweifeln. Lass uns raus ans Licht gehen. Ist da Munition? Sieh mal in den Wartungsraum. Okay, Kumpel? Du bist hier voller Blut. Schrotflinte gefunden? Sehr schön. Der hat uns nicht gehört. Die wird noch nützlich sein. Artyom, stopp! Flinte, sofort! Teleporten! Meine Güte, ein riesiges Ruder! Der Sturm! Ruhig bleiben, Artyom. Ich sag doch gar nichts. Du wirst dich noch ärgern. Scheiße, das war knapp. Na gut, Artyom. Nicht noch mehr von diesen Tricks. Lass uns zum Flugzeug gehen, bevor noch ein Rudel kommt. Schnell! Ich habe Geschichten über diesen Ort gehört.
Ah, hier passiert seltsame Scheiße. Hey, versuch sie zu öffnen. Ich geb dir Deckung. Klemmt? Ach, verdammt. Lass es uns zusammen probieren. Sieh mal, Artyom. Verlier hier drin nicht den Verstand, ja? Okay, lass uns gehen. Ein Ranger hat mir gesagt, dass dies ein Flug von Mallorca war. Familien, die aus dem Urlaub kamen, weißt du? Weißt du, Artyom? Ich war nie am Meer oder in einem Flugzeug. Ja, ja. Hat nicht sein sollen. Ich fühle mich... Ich weiß nicht, ich fühle mich komisch. Komisch? Lach doch. Kumpel, siehst du auch diese... Was ist passiert? Scheiße! Wir verlieren Schub und die Motoren sind tot! Domo de Novo, Flug 767-54! Das war das Bild! Domo de Novo, Tau! Scheiße, der Tau ist weg! Torga, wir gehen runter! Tempo! Die Instrumente sind ausgefallen! Ich bekomme keine Anzeige! Artyom, ach Mist, wenn du mich nicht geweckt hast, Alter! Wie die anderen hier. Ach, wie hier. Lass uns sofort von hier verschwinden. Artyom, nach rechts. Ich glaube, der Eingang befindet sich hinter dem Gebäude. Eines Tages wird dein Vieh wie du mich erledigen, aber komisch. Noch nicht, okay? Komisch, im ersten Teil konnten wir die nicht erledigen. Verdammte Telepathen! Kaum sind wir vom Flugzeug weg und schon fast da! Mach dich bereit! Wir kommen aus der oberen Etage! Da schießt doch jemand zusätzlich mit. Wir müssen los, sofort! Ja. Mirna, schneller, schneller! Vielleicht ist ja noch Kleingeld hier. Komm her! Was ist denn? Ach, da! Ich kann... Mirna! Los! Hilf mir mal! Schneller! Es kommen noch mehr! Verdammt! Wir müssen den Eingang finden! Scheiße!
zu viele! Quatsch! Die Station warnen! Geht zur Rolltreppe! Beeilung! Schnell! Runter! Die sind immer noch hinter uns her! Auf die Tür! Aufmachen! Aufmachen, Gottverdammt! Lasst uns rein, ihr Bastarde! Spiel, was? Naja. Unser kurzer Besuch im toten Moskau, das Phantom der Vergangenheit, ist vorbei. Pavel und ich haben uns gegenseitig geholfen, da wieder rauszukommen und kehren nun als echte Partner in die Metro zurück. Anders kann man die Wüste da oben nicht überleben. Aber vor uns liegt jetzt eine belebte Station, das Theater. Es liegt sehr nah an der Polis. Wenn Pavel es schafft, mich an den Wachposten der roten Linie vorbeizuschleusen, dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Wer's glaubt? Okay, kommt rein. Tut mir leid. Gefährliche Zeiten, nicht wahr? Ja. Wir wollen bald nach oben. Sind da Telepathen in der Nähe? Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Okay, in dem Gebäude bei dem Flugzeugwrack ist ein Nest. Kein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe. Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Er gibt keinen Sinn, mit nur drei Männern zu gehen. Um ein Nest zu räumen, brauchen wir mehrere Trupps. Mindestens. Und jetzt? Geht ihr nicht? Wir müssen erst die Männer zusammentrommeln. Warten wir auf die Jungs? Die sind unterwegs. Und dann machen wir den Biester die Hölle heiß. Das sehe ich genauso. Ach, ich soll hier durch. Ja. Du bist in Ordnung. Komm rein. Ja, deswegen nehme ich euren Schlüssel mit. Warte mal, wir machen mal das Audio noch ein bisschen. Wovor flüchten Sie denn? Vor jeder Kampagne werden viele Leute im Reich besiegt. Und jetzt sind wir Freaks? Das passiert ständig. Aber warum? Warum wir? Die erhöhen ständig die Der Norden. Boss ist gerade Letztes beschäftigt. Bitte warten Sie. Also, die Station, der hier, ist der Platz der Revolution. Eine von unseren. Rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polis entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Wir werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in 0, nichts zu Hause. Lass uns nicht durch. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse, dann kommt rein. Wir werden verpflichtet. Also Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komm wieder zu dir. Willkommen und ruht euch aus. Aber Sie verstehen doch, dass wir hier nicht ewig warten können. Also ich habe die Regeln nicht gemacht, ja? Wer denn? Ist es so schwierig, uns entweder aufzunehmen oder fortzuschicken? Die hohen Tiere entscheiden. Wir haben Meldung gemacht. Jetzt müssen Sie warten. Was für eine Meldung? Dies ist eine unabhängige Station. Sie sind doch hier verantwortlich. Die korrekte Meldung an die rote Linie. Verstehen Sie, was das bedeutet? Ach so, die sind hier also verantwortlich. Ja, genau. Und es ist in ihrem eigenen Interesse zu... Moment, wir reden besser unter vier Augen. Haben die etwa Geheimnisse?
Oh, wir haben noch eins nicht gesammelt, verdammt. Pavel braucht etwas Zeit, um alles vorzubereiten. Die Bürger anderer Stationen brauchen eine Erlaubnis, um die rote Linie zu betreten. Der Staat ist in permanenter Vorbereitung auf den Krieg und sieht da in jedem Außenseiter einen Spion. Also habe ich etwas Zeit, mich im Theater umzusehen. Diese Station ist eine echte Legende der Metro, ähnlich wie die Polis, mit dem Unterschied, dass in der Polis viele der Wissenschaftler sind, die überlebt haben und das Theater eher als Kulturhauptstadt der Metro betrachtet wird. Und ja, alle Kämpfer bei sich, wa? Orugenia. Orugenia. Und dann haben wir hier Ferma. Was auch immer Ferma ist. Ich habe keine Ahnung.